Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist wieder, ich bin wieder da. Eine Woche hat es gedauert wieder mal. Entschuldigung, ich hatte leider keine Zeit und hatte auch ein bisschen Verbot von Videos, aber jetzt darf ich wieder und ja, es geht gleich weiter, warte. Und es geht los. In diesem Video sind wir zwei Teile. 8 Fakten von der Kamai-Reihe. Das ist die Mini-Doo. Und ich habe wieder neue Horrorfilme. Okay, los geht's mit den Fakten. Erste Fakte. Es gibt davon 11 Filme. Mein Lieblingsfilm ist derzeit unter Dayan. Fakt 2. Da spielen nur Deutsche. Schauspieler mit, okay? Und SchauspielerInnen. Nur Deutsche. Bis auf zwei. Einer ist ein Italiener und der Minidu, der Darsteller von Minidu, ist ein Franzose. Ja, das noch. Noch super. Die nächste Fakt ist, Minidu spielt in jeder Folge, in jedem Film mit. Sonst wäre es eigentlich nicht Minidu, der heißt nicht mehr. Ich stelle es in jeder einzigen Folge. Ganz genau. Und das Vierte ist so, der allererste Film, den sie selbst gedreht haben, war Schatz in Silbersee. Und dann Minidu 1, 2, 3. Ja. Fakte 5. Es gab dann 2009 die Minidus Rückkehr, wo er dann erschossen wurde, den dritten. Puff. Doch, er lebt. Ins Töte kommen. Zwei Teile. Fuck sakes, das ist wieder was Cooles. Diese Reihe ist echt das Beste, besser geht es nicht. Fuck 7, sie sind in der 60. Jahre gedreht worden. Und Fuck 8 ist, sind alle schon gestorben. In dieser Reihe, alle 11. Alle Schauspieler sind schon gestorben, bis auf 4. 4 leben noch. Wir sind jetzt uralt und leben noch, aber die hässlichen sind schon gestorben, Alter. Ja. Schon nicht gestorben. Also noch. Ja, was kann ich noch sagen? Da sind sehr viele bekannte Schauspieler, der jetzt Parker halt heute bringt, Brice, Klaus Kinski, der Sil, Talent Tor, Uschich Lars, Kürz der Orde, Jude Manger und so weiter. Ja, das so. Ganz genau. Zweiter Teil. Also, pass auf. Ich habe wieder neue Horrorfilme. Diesmal sind es 5. Erstens, Frommel und 28 Tage später. Das hat mir beide gefallen. 28 Tage später hat mir schon gut gefallen, aber Frommel war besser. Muss ich sehr sagen. Muss ich sagen, also die zwei haben mir schon gut gefallen. Ganz genau. Dann habe ich mir was gekauft, was ihr vielleicht nicht kennt. Mega Monster Movie voll auf die 12. Hat mir so gut gefallen. Echt jetzt. Das ist die Verarschung von den 6 besten Horror-Monstern in der Weltgeschichte. Und zwar sind da. Steht denn das jetzt da? Freddy Krueger. Da steht jetzt euch schon. Jason Voorhees. Wo ist denn der? Auf der Höhle. Ah, da. Jason Voorhees. Leatherface, das ist der von Texas Chainsaw Massacre und auch der ist auch von, warte, der ist von auch Captain Sega Massacre, ja. Dann ist auch noch die Verarschung von Pinkhead, das ist der mit den Nädern da drin in den Kopf. Chucky, das ist ja diese Puppe. Und Michael Myers. Also, Michael Myers und da unten ist der Chucky. Also, sie haben eigentlich zwei vergessen.
Meiner Meinung her haben sie zwei vergessen, und zwar Ghostface und Sa und Big Sau, aber egal, auf jeden Fall hat mir der Film echt gut gefallen. Und lustig war er auch, natürlich wieder mit Nessenüsen. Ja, das noch. Meine letzten zwei Filme, die ich gekauft habe, die habe ich noch nicht angeschaut, leider. Die muss ich mir erst nochmal anschauen. Die muss ich mir anschauen, meine ich. Der erste und der. Nein, nicht der erste. Den ersten habe ich ja schon. Den zweiten und dritten Teil von Freddy. Von Night Swim-Reihe. Ja. Die habe ich noch nicht angeschaut, okay? Noch nicht. Nein, noch da nicht. Also muss ich die nochmal anschauen. Die muss ich dann heute anschauen. Ja. Das war. Also, ich erzähle euch doch ein bisschen was, warte. So, ihr wisst, dass ich gleich bald 16 werde, in 22 Tage. Und da bekomme ich auch neue Horrorfilme. Und zwar Final Destination 4 und 5. Und, Sau. Aber ich lasse mich überraschen, nicht? Das ist völlig wurscht. Schauen wir mal. Schauen wir einmal. Ich habe was Neues am Start. Pass auf. Das ist ein Lügenentechnisch. Zum Beispiel, mache ich gute Videos. Das heißt ja, okay? Also hier, das heißt, hier ist rot und hier ist grün. Das noch. Und hier muss man den Finger und einfach sagen. Habe ich schon. Sieben. Ja, habe ich. Will ich mehr haben? Ich habe mich verarscht. Ich habe mich verarscht. Nochmal schauen. Mach ich gute Videos. Ja, sehr schön. Diesmal sagt er ja. Es ist immer anders, also nochmal. Mach ich gute Videos. Okay, jetzt hat er ja. Zweimal ja. Okay, ja. Okay. War dieses Video cool? Noch was, ich werde vielleicht aufgenommen. Als der hat noch. Ja, ich das. Wir fahren vielleicht an am 2. Moment. Das ist die neue Nachricht noch. Und das könnt ihr auch selber kaufen. Ich weiß jetzt nicht wo, also ich habe ihn geschenkt bekommen. Ja, und noch was. Einmal noch. Soll ich das Video schon beenden? Okay, nein. Soll ich was über die Geistbahn erzählen? Durch trotzdem. Du hast trotzdem erzählt. Also die Geistbahn ist pünktlich am 29. Oktober bis 2. Das ist die Geistbahn, die alle erwartet haben. Die ist so arg, so blutig und alles Mögliche. Horrorfilme, echt. Ich erzähle euch nicht so viel, weil es ist ein Spoiler. Nein, tue ich nicht. Aber sie wird voll geil. Voll cool, nur. Eine Sache. Ich muss so überleben. Soll ich mit Lieden machen oder nicht? Weil ich weiß nicht, dass das verboten ist und so weiter und so fort. Aber was noch super ist, ich werde vielleicht aufgenommen. Kannst du noch? Ja. Das war's eigentlich, meine Leute. Ich bin wieder da. Es kommen wieder Videos rechtzeitig. Und ich muss auch schneller noch was sagen. Am Sonntag kommt noch ein Video. Ja, und dann nicht mehr. Doch, aber ich hatte nicht mehr so viel. Ich hatte dann nicht mehr Zeit, okay? Das ist noch. Das ist ja das noch.
deine Zeit. Das heißt, am Sonntag kommt noch ein Video und danach habe ich 10 Tage keine Zeit. Ja, eins machen dazu noch. Dann müsst ihr wieder 10 Tage warten und dann komme ich wieder. Ich bin nur in Wien, aber ich habe keine Zeit. Dazu noch. So, das war's wieder. Abonniert mich, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar unter dieses Video und tschüss. Bis zum nächsten Mal.